Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, und zwar nicht nur ein Test zu einem neuen Verdampfer, den du entweder mit Coils oder mit Mesh wickeln kannst, sondern auch noch gleichzeitig zu einem Tontest, denn ich bin gerade mit einem neuen Mikrofon am Experimentieren. Allerdings muss ich euch vorwarnen, der Ton ist noch nicht optimal und noch nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Mehr dazu allerdings im Fazit, denn hauptsächlich geht es ja heute um den Bombcat RDA von Ace Vape. Ziemlich coole Wickeloption, geiles Wickeldeck, ideal zum Squonken und mit Sicherheit eine coole Option für alle, die sich nicht auf Coils oder Mesh festlegen wollen. Wie das Ganze jetzt geliefert worden ist, wie ich es gewickelt habe, wie es schmeckt, wie es dampft, außerdem, ob das Ding jetzt Bombe ist oder doch eher ein Katzenjammer, das erfahrt ihr natürlich wie immer in diesem Video. Und wie immer schauen wir uns zunächst einmal die Verpackung des Ganzen an. Geliefert wird euch der Bombcat in einer schwarzen strukturierten Pappschachtel, wo wir oben rechts nochmal die Farbe aufgeklebt haben. Auf der einen Seite befindet sich dann noch ein Aufkleber mit Ace Vape, Bombcat RDA und Made in China. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal ein Scratch- und Checkcode, Angaben zum Hersteller und den kompletten Verpackungsinhalt. Wenn wir das Ganze dann mal aufmachen, um reinzuschauen, dann finden wir ein paar O-Ringe, ein 15er Drip-Tip-Adapter aus Plastik und ein Squonker-Pin bzw. Plus-Pull-Pin. Des Weiteren haben wir noch ein 18er Drip-Tip, in meinem Fall in Rot aus Resin, und natürlich unseren Verdampfer, der auf den ersten Blick erstmal so aussieht. Des Weiteren ist wirklich nichts weiter im Lieferumfang enthalten. Wir haben weder Schrauben für das Wickeldeck noch einen Allen-Key und einen Phillips-Schraubendreher, und selbst die Gebrauchsanleitung für den Verdampfer ist nicht vorhanden. Der Verdampfer kommt mit den Maßen 31,5 x 24, hat ein gut sitzendes 18er Drip-Tip, welches selber keine O-Ringe trägt und im Inneren nochmal durch einen O-Ring gedichtet wird, und eine Airflow-Control, bei der wir zuerst die obere Reihe schließen, drehen wir das weiter, verriegeln wir die untere Reihe und drehen wir das Ganze zurück, schließen wir alle Reihen gleichzeitig. Des Weiteren haben wir noch einen Plus-Pull-Pin, der weit genug raussteht, damit man ihn auch auf mechanischen Akkuträgern verwenden kann. Eine Top-Cap, die im Inneren nochmal konisch zuläuft, damit der Geschmack besser transportiert wird. Hier könnt ihr nochmal sehr schön einen Blick auf die Abstufungen der Airflow-Control werfen. Und die Unterseite der Top-Cap hat keine Arretierung, was in dem Fall eigentlich gar nicht so verkehrt ist, denn ich kann die Airflow-Control ja nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Breite verstellen und die Airflow dann dementsprechend anpassen, sodass die Coils dann immer schön im Luftstrom liegen. Und das Wickeldeck sieht aus der Nähe betrachtet erst einmal so aus. Wir haben hier ein duales Klemmpfostendeck, wobei die eine Seite natürlich der Plus-, die andere Seite der Minuspol ist, und das es uns ermöglicht, hier eine Dualkeulwicklung entweder horizontal oder aber auch vertikal einzulegen. Das Ganze können wir aufgrund des Pfostendesigns natürlich auch mit Mesh wickeln und dort eine duale Meshwicklung einbauen. Des Weiteren haben wir hier an der Seite zwei sehr massive Schrauben, die wir sogar mit der Hand verstellen können. Zwei Liquid-Öffnungen auf der Oberseite des Wickeldecks, dass die Coils von oben mit Liquid beträufelt, wenn wir das Ganze als Squonker benutzen wollen. Eine Liquidwanne mit 4,2 mm an der schmalsten Stelle, hier wo die Ausfräsung ist, um die Coils mit Luft zu versorgen. Und abschließend haben wir noch zwei Liquid-Durchflusslöcher, die dafür sorgen, dass das Liquid auch gleichmäßig in der Liquidwanne verteilt wird. Wickeln tue ich das Ganze heute mal mit den Interlock Clapton Coils von Wapjoy. Das sind zwar auch nur sehr günstige China-Coils, aber rein optisch gesehen fand ich die schon ziemlich ansprechend. Nehmen Sie mir dann erstmal auf meine Wickelhilfe und schneide die zusammengepressten Enden erstmal ab, um das Ganze leichter einlegen zu können. Jetzt einfach die erste Coil wie bei einem Velocity-Style-Deck in das Wickeldeck einlegen. Bei der anderen Seite genau das gleiche. Dann lege ich mir den Daumen hier oben drauf, um die Coils in Position zu halten. Und kann das Ganze auch schon mit einem Schraubendreher festziehen. Anschließend noch die überschüssigen Drahtenden abschneiden. Das geht hier wirklich sehr einfach, denn Platz haben wir dafür genug. Dann die Coils mit der Wickelhilfe in Position bringen. Und schon kann ich das Ganze ausglühen und ausstreichen, um eventuelle Hotspots zu beseitigen. Sobald die Coils dann gleichmäßig von innen nach außen und ohne Hotspots aufglühen, nehme ich mir einfach was von meiner Shoelace-Cotton, fädle sie durch die Coils durch und kürze die beiden Enden gleichmäßig ein. Dann kann ich das Ganze einfach mit der Pinzette greifen und die Watte in die Liquidwanne legen. Am Ende sollte das dann in etwa so aussehen, dass wir wie immer einen leichten Bogen legen und die Watte nicht abknicken, dass wir hier nicht über die Liquidwanne rüberlegen, damit wir die Topcap noch drauf bekommen,
und natürlich die Luftführung freilassen, damit die Keule auch schön mit Luft umwirbelt werden kann. Jetzt kann ich das Ganze auch schon mit Liquid befeuchten und ab und an dabei mal den Feuertaster drücken, dass das Liquid leichter aufgenommen werden kann. Und sobald das Ganze ordentlich dampft, wenn ich auf den Feuertaster drücke, setze ich meine Topcap oben drauf und achte natürlich darauf, dass die Airflow-Löcher dort sind, wo sich die Coils befinden. Schraub das Ganze dann noch auf meinen Topside-Spunker, auf dem ich den RDR gerne verwenden möchte. Hier könnt ihr dann sehr schön sehen, wie das Ganze aussieht, wenn ich squonke. Gelandet bin ich bei einem Widerstand von 0,15 Ohm. Und schon wäre das Ganze bereit zum Dampftest und zum Fazit. Und da sind wir auch schon wieder zurück zum großen Dampftest und zum Fazit vom Aceway Bombcat RDA hier auf meinem Topside Squonker. Und ob Bombe oder Katzenjammer, würde ich sagen, darüber schnacken wir gleich. Erst einmal ein kurzes Anliegen meinerseits an euch. Und zwar habt ihr ja vielleicht gemerkt, dass die Wickelsequenz in meinem Video mit einem anderen Mikrofon gedreht worden ist. Dafür habe ich mir extra ein Mikrofon gekauft, ein Studiomikrofon, das normalerweise eigentlich nur für Livestreams verwendet werden sollte. Und ich bin gerade am Experimentieren, ob sich das vielleicht lohnt, das auch für die Videos einzusetzen. Ansonsten habe ich hier ja immer so ein Ansteckmikrofon dran. Das habe ich jetzt bewusst auch angesteckt, damit ihr diesen Tonvergleich mal habt. Und ist das jetzt schlechter? Ist das jetzt besser? Wo seht ihr die Unterschiede? Lohnt sich das andere Mikrofon zum Beispiel auch für ein Fazit oder ein Intro? Oder soll ich denn doch lieber bei der alten gewohnten Qualität bleiben, wenn die nicht schlechter ist? Dann lasse ich das einfach so. Das habt ihr da, das Mitspracherecht, würde ich einfach mal sagen, denn es ist mir auch sehr wichtig, was ihr davon natürlich haltet. Gut, kommen wir mal zu dem Bombcat RDA. Und Katzenjammer würde ich gar nicht sagen. Ganz ehrlich nicht. Mir gefällt er gut. Wir wollen es aber zuerst einmal dampfen. Er ist lecker. Er ist wirklich lecker. Er ist gut. Das Wickeldeck gefällt mir sehr gut. Du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und qualitätsmäßig kann ich ihm wirklich nur einen Abzug geben, dadurch, dass die Topcap hier halt lose leer dreht, also dass du manchmal Schwierigkeiten hast, den auf- und abzudrehen. Das kennt man aber bei Verdampfern ohne Anschlag. Ansonsten ist das Ding cool. Das Drip-Tip, das hält super, da wackelt nichts. Die Topcap, die ist richtig fest zum Auf- und Abdrehen. Wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen zu locker, aber im Groben und Ganzen, das Ding kann ich da dran schütteln, da fällt nichts ab, das ist super. Was mir sehr gut gefällt, ist das Wickeldeck tatsächlich mit den ganz vielen Möglichkeiten, die du da hast. Bis auf Single Coil kannst du damit alles machen. Dual Coil vertikal, Dual Coil horizontal, Mesh Dual. Mega. Ich finde es echt mega. Die Airflow Control ist sehr geil, dadurch, dass du dir nicht nur hier in der Höhe verringern kannst, sondern du kannst dir, habe ich ja euch im Video gezeigt, das auch in der Breite verändern und dann kannst du hier die Topcap da drauf justieren auf die Coil. Da, wo dann deine Coil sitzt, dass sie dann den richtigen Luftstrom kriegt. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Geschmacklich wirklich geil. Es gibt vielleicht bessere, es gibt aber auch bedeutend schlechtere. Also der zählt wirklich schon zu den guten Tröpflern, würde ich einfach mal so sagen. Und die Airflow ist extrem leise und weich. Für Leute, die das gerne auf Englisch haben wollen, smooth. Die Airflow ist smooth. ich finde, das ist einfach nur eine sehr, sehr angenehme und weiche Airflow. Zum Drippen ganz gut. Zum Tröpfeln einfach genial. Dadurch, dass das Liquid von oben durch diese beiden Liquidöffnungen auf die Watte trifft, beziehungsweise direkt auf die Coil, je nachdem ob Mesh oder Coil, finde ich das sehr geil. Liquidwanne ist nicht so besonders groß, aber in dem Fall wird das Liquid ja auch direkt von den Coils bzw. der Watte aufgenommen. Ich habe ihn auch mal mit Dual Mesh gewickelt, das habe ich im Livestream des Öfteren mal gezeigt. Falls ihr das gesehen habt, habe ich ganz oft auch mal diesen Tröpfler hier gezeigt. Da ist es dann so, dass du halt diese Mesh-Bögen seitlich legst, also jeweils so ein Mesh-Bogen, dann spannst du da die Watte ein und die Watte drückt genau auf die Öffnungen, da wo das Liquid rauskommt. Das heißt, du presst praktisch das Liquid direkt in die Watte von der Mischwicklung. Also siffen, wenn du es da nicht übertreibst, eigentlich fast nicht möglich.
Bei Coils sieht es ein bisschen anders aus, dadurch, dass das Liquid halt von oben runterkommt. Und du das natürlich, wenn du das übertreibst, kriegst du jeden Tröpfler zum Siffen. Aber ich habe ihn noch nicht so zum Siffen gebracht. Sollte man aber darauf achten, weil die Airflow ist halt hier ziemlich weit unten. Und da kann es dann halt mal passieren, dass hier mal so ein bisschen Liquid raustritt. Einfach drauf achten. Ich habe bislang, wie gesagt, damit noch keine Probleme gehabt und mir gefällt das soweit ganz gut. Wolken machen kann er auch extrem. Und mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Im Groben und Ganzen wirklich schönes Teil. Sollte man sich mal angucken, wenn man auf so eine Dual-Variante fixiert ist. Halt mit Mesh und mit Coils. Was ich geil finde, ist, dass du halt auch Dual-Mesh reintun kannst. Solltest natürlich aber auch auf die Widerstände achten, weil Mesh hat generell einen sehr extrem niedrigen Widerstand. Da bin ich selbst bei Kantal-Mesh-Wicklungen teilweise auf 0,08 gekommen. Also von daher wirklich drauf achten, gegebenenfalls die Meshstreifen ein bisschen feiner schneiden, also vom Durchmesser her ein bisschen weniger, aber ansonsten gibt es daran einfach nichts auszusetzen. Was ich noch erwähnen wollte, sind die Schrauben, mit der du die Coils an den fixierst, halt die beiden Schrauben an der Seite, die sind echt sehr massiv. Du kannst die Schrauben mit der Hand super justieren. Gar keine Probleme. Natürlich zum Festziehen Schraubendreher benutzen sollte klar sein, aber du musst nicht zum Beispiel erstmal das Ganze rausdrehen mit dem Schraubendreher und dann die Coils da rein und dann mit dem Schraubendreher. Du kannst das hier richtig schön mit der Hand festziehen und super. Dass da jetzt so wenig Zubehör bei ist bei dem Tröpfler, gut, okay. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer liest sich eine Anleitung bei einem normalen Tröpfler durch? Ich eigentlich nicht. Und Allen Key hätte bei dem Tröpfler keinen Sinn gemacht. Schraubendreher, notfalls kannst du die Schrauben sogar mit der Hand zudrehen, also von daher kleinen Punkteabzug, sage ich mal, was den Lieferumfang angeht, aber ansonsten sind alle O-Ringe dabei, hast sogar noch einen Ersatz-Drip-Tipp, alle anderen Drip-Tipps ohne O-Ringe passen hier super drauf, übrigens habe ich auch ausprobiert, also da wackelt auch nichts und das soll es aber wirklich schon, bevor ich jetzt noch in endlos Gelaber verfall, mit diesem Video gewesen sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat und du mir dafür einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du es noch nicht gemacht hast, auch ein Abo meines Kanals. Sollten wir uns das nächste Mal wiedersehen, wäre das besonders cool. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit allzeit gut Dampf und eine schöne Zeit.